Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Nochmal am Belaya und auch nochmal und wahrscheinlich irgendwann nochmal, weil am Belaya kann man einfach wahnsinnig gut das investierte Geld wieder reinangeln. Und was wir hier gemacht haben oder was ich jetzt zuletzt hier geangelt habe mit dem neuen Spinning Set, das zeige ich dir jetzt. Also legen wir los hier. Wir sind am Belaya wieder einmal. Ich habe die Spinning-Route ja zuletzt geholt. Und ja, am Belaya ist es fast wurscht, wo man hier angelt an dieser vorderen Seite. Ich bin jetzt viel rauf und runter gelaufen, habe immer wieder an verschiedenen Positionen geangelt. Und was ich mittlerweile erangelt habe, da können wir auch mal eben kurz reinschauen. Oben in der Ecke sieht man es. Ich bin schon wieder bei 717 Silber. Ich habe mir zwischendurch einmal noch die alte Spinning-Route geholt, damit ich hier den alten UDSSR-Spinner habe. Da natürlich sofort den Haken ausgetauscht, denn der da drauf klebende Haken, absolute Katastrophe. Vernünftiger Haken mit Puschel, das ist was Vernünftiges, das ist gut, das ist fängig. Ja, und zuletzt habe ich mir jetzt hier die Spiker gegönnt. Einer hängt schon an der Route. Und zwei weitere Aquila-Köder. Und auch noch einen Weiko. Also das ist jetzt momentan der Stand der Dinge. Bei jedem Köder muss man jetzt ungefähr, na, ich sag mal so um die 4 bei den Aikila, um die 50 Silber rechnen gerade. Das heißt, Spinner plus Haken. Und bei denen, da ist ja der Haken schon mit dran. Das heißt, bei denen, die liegen auch um die 50 Silber. Aber wenn man sie halt schon, also man kauft sie quasi schon so komplett, wie sie sind, mit dem besseren Haken. Ja, also das wurde jetzt alles schon investiert. Das heißt, wir sind jetzt hier vom Verdienst nach dem Kauf, nachdem ich die 1000 Silber ausgegeben habe, 100, 200, 300 Silber, also um die 1000 habe ich tatsächlich mit der Spinning-Route, die wir uns hier ja frisch erst geholt haben, schon wieder reingeangelt. Level 15, beziehungsweise man sieht es nicht, fast Level 16. Ab 16 könnte ich dann zum Kristallsee. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich dann direkt schon zum Kristallsee gehe. Hängt davon ab, wie fängig das Ganze hier ist. Und dann geht's direkt los. Alter. Alter. Der erste Fisch des Morgens ist immer der beste. Ein Fail hatte ich. Ich hatte an der Festung, gestern noch ein bisschen rumgespinnert und habe nicht dran gedacht, mir ein Stahlvorfach dran zu machen und zack, kam ein Hecht. Und mein schöner orangener Aikila, der war weg. Hechtangeln und Stahlvorfach und das, da mache ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu. Hechtangeln, übelst ergiebig. Auch auf dem Hauptaccount, die schon länger zuschauen, wissen, Hechte sind mit meine Liebsten. Das macht halt richtig Bock immer auf dem Hecht. Die können halt so abziehen. Und wäre das jetzt hier nicht der Fluss Belaya, hätte ich auch schon wieder Schiss, dass es ein Hecht ist. Wobei die Hechte hier, na, manchmal so an den Spitzen sind, wo es so grün und vergrast ist. Also eher im grasigen Bereich. Hier rechne ich jetzt eigentlich nicht damit, dass da ein Hecht dran geht. Zumal jetzt hier ein Stahlvorfach absolute Katastrophe wäre. Das funktioniert halt überhaupt nicht, ne? Also hier jetzt Fluorocarbon.
Der Hecht hat natürlich meinen 6,4 Kilo Fluorocarbon durchgebissen. Das heißt, ich bin jetzt hier mit einem 5er Fluorocarbon unterwegs. Gucken wir mal, was es ist. Ich vermute erstmal einen Rapfen. Rapfen eskalieren auch immer absolut. Und da reicht es schon, dass das jetzt, das könnte vielleicht ein 2 Kilo Rapfen sein, der völlig durchdreht. Gucken wir mal. Erstmal entspannt. Da war noch so ein Kopfschlag. Oder vielleicht sogar ein Timen. Kleiner Timen kann auch so durchdrehen. Wenn sowas ist, halt immer versuchen, die Schnur in Richtung der Mauer zu lenken, in Richtung der Felswand. So wie die jetzt gerade hier steht, so wäre schon schlecht. Also wenn er Gas gibt. Weil dann haut er irgendwann, dann haut er irgendwann nach links weiter ab und weg, weg, weg. Und ihr könnt ihn nicht mehr zurücklenken. Wenn er jetzt nochmal Gas geben würde, würde ich komplett links hochrennen, dass er dann, dass die Schnur quasi genau in die andere Richtung dann rüber zeigt und der Fisch dann wieder zurückschwimmt. Ja, sieht nach einem Rapfen aus, ne? Ja. Rapfen, aber auch sehr lohnender Fisch. So. Natürlich noch ein schöner Level-Up-Fisch. Level 16. Bisschen Bonus-XP. Boah. Gesamt 4000. Ja, perfekt, ey. Schönes Ding. 2, irgendwas Kilo. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Da geht auch ein bisschen was, ey. So. Und weiter geht's hier. Rauswerfen. Was ich gemerkt habe, ich bin ja, ich habe noch nicht geskillt. Da werde ich jetzt demnächst auch noch ein Video zu machen, wie und wo die Skillpunkte reingehen könnten. Aber ich merke, wenn ich so auswerfe, so richtig weit, hier bis dahin war das jetzt gerade an der Spitze, so richtig weit komme ich gerade noch nicht damit. Liegt natürlich daran, dass ich noch nicht geskillt habe. Das heißt, da kann man noch mal so ein paar Meter rausholen. Was ich zwischendurch gemacht habe, ist, dass ich dann, sagen wir mal, irgendwie ausgeworfen habe und dann noch ein paar Meter gelaufen bin, dass ich einfach mehr Meter Köder im Wasser durchziehen kann. Eine längere Zeit den Köder im Wasser habe, der da seine Aktion macht, der da lockt und dass dann eine längere Zeit quasi die Fische eine Chance haben, aktiviert zu werden oder getriggert zu werden, dass es dann halt losgeht. Also ich bin da immer hin, einmal nach links, einmal nach rechts und dann rumprobiert. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn ihr hier steht und ihr probiert und es passiert gerade nichts, das heißt, ihr testet gerade hier jetzt einen Köder, habt euch einen schönen Spinner geholt, der natürlich gerade in den wöchentlichen Rekorden drin ist. Ne, schön hier, ganz wichtig, Rekorde wöchentlich und in Deutschland stehen wir auch gerade. Bachforelle, Tunguska blenden wir aus, nicht relevant. Ah, aber hier blau ist immer noch mit drin. Und bei der europäischen Esche, auch da ist blau mit drin, das ist gut. Aber auch so gelblich-grünlich, können wir auch nochmal testen. Ja, wenn ihr merkt, da geht trotzdem nichts, dann natürlich auch hier rauf und runter laufen. Oder aber einfach mal hier eine andere Farbe probieren. Zack. Andere Farbe. Und weiter geht's. Bei den Spikern, die ich jetzt hier gerade drauf habe, bei dem Köder, ist eine recht hohe Einholgeschwindigkeit immer recht ergiebig. Also um die 30, 35, 36. Die vertragen das ganz gut. Vor allem natürlich, wenn man dann auch noch hier in diese Richtung mit der Strömung runterzieht, dann ist das natürlich
noch mal mehr gegeben, dass man einfach noch mal mehr Gas gibt. Und dann hat man natürlich auch den natürlich ein bisschen das Problem, je länger man natürlich oder je mehr man Gas gibt, desto weniger lang sind die Köder im Wasser. Ich hatte das sonst immer so gemacht, dass ich bei hohen Temperaturen speziell auch mal sehr langsam durchgedreht habe. Ich kann das ja mal testen. Gehen wir mal auf so eine 17 runter oder so. Dann zieht man natürlich deutlich langsamer durch. Der Köder ist viel länger drin. Ich guck mal, gibt es hier eine Geschwindigkeit, wo er anfängt zu blinkern in der Mitte hier, der kleine Strich? Nee, nicht wirklich. Und dass man so dann natürlich nochmal die Möglichkeit hat, die Chance hat, dadurch, dass der einfach länger drin ist, doch nochmal eher einen Fisch anzutriggern. Wobei, ich merke dann immer, wenn die Schnur schon so steil ist, so wie jetzt, dann ist der Köder schon ganz nah hier an diesem Ufer, an der Uferkante. Und da ist es recht selten, dass dann nochmal was neu getriggert wird. So, wenn beides nicht hilft, dann einfach eine andere Position wieder aufsuchen. Zwei, dreimal werfen, wenn nichts passiert, next. Neues ausprobieren, neuer Spot. Das ist halt aktives Angeln hier mit dem Spinning. Das ist nicht wie beim Karpfenangeln. Rauswerfen, 4 Stunden warten und hoffen. Sondern das ist wirklich aktiv. Überall mal ausprobieren. Dahin werfen, dahin werfen, dahin werfen. Andere Geschwindigkeiten. Zack, andere Köder. Andere Position. Schön. Döbel auch wichtig. Gerade so 900 Gramm plus. Oder 800 Gramm plus. Ich habe hier am Belaya natürlich viele Aufträge gemacht. Auch hier wie an den anderen Gewässern. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Die Kaffeeaufträge. Oh, schön, nochmal ein Rapfen. Die Kaffeeaufträge sind gerade für den Anfang essentiell. Die wichtigste Möglichkeit, schnell Silber zu verdienen. Und die halt immer im Blick behalten. Das erste am besten auf den Server kommen, ins Game gehen, Kaffeeaufträge angucken. Gucken, kannst du da an dem Gewässer, wo du bist, in dem Kaffeeauftrag was reißen? Und wenn du schon denkst, da kann ich ja überhaupt nichts reißen, dann vielleicht doch irgendwie noch eins der kostenlosen anderen Gewässer aufrufen und dann da versuchen, was rauszuziehen. Andere Möglichkeit hier, wenn ihr vielleicht schon an der Festung wart, und ich denke mal mit Level 16, 15, 16 war man da. Oh, können wir noch ein bisschen geile Mucke anmachen, Alter. Ja, Mann. Dann kann man hier natürlich auch super auf Grund angeln mit Tauwurm. Das heißt, ihr schnappt euch hier einen dicken, fetten Haken, einen dicken, fetten Tauwurm. Und ich sehe gerade, ja, dafür, dass man dann jetzt hier weit rauswerfen müsste, ist so ein 30 Gramm Blei vielleicht ein wenig zu leicht. Tragfähigkeit, wir haben ja hier ein Wurfgewicht bis 100 Gramm. Das heißt, im Idealfall dann auch schon an der Festung oder im schlimmsten Fall hier, weil hier halt alles so ein bisschen teuer ist. Wirbelbleie. Ich nehme mal einen von diesen billigen, aber ich nehme mal so 90 Gramm Bleie. Und diese 6 Silber insgesamt, die machen mich jetzt auch nicht fertig. Die kommen ja mit dem nächsten Fisch wieder rein. Voll die 80s Mucke. So, 90 Gramm Blei, Tauwurm, 4er Haken. Und dann stehen wir jetzt hier. 6,5 Meter Loch. Gib ihm! Ja, 27,5 Meter. Neue Errungenschaft. Neues Achievement. Weil weit ausgeworfen. Und hier gehen wir jetzt auf die dicke, fette Quappe. Auf die Quappen in der Nacht. Zack, Tauwurm dran. Und gib ihm! Jawohl, 29 Meter, wird ja immer geiler. 29 Meter.
richtig schön weit rauswerfen, dass man so nah wie möglich oder sogar in, zack, in das 6 Meter Loch da reinkommt. 29,5 Meter. Perfekt. So. Und dann ziehen wir hier auch nochmal ein bisschen an. Jawohl. Also mit dem Low-Level-Equipment hier auf die dicken, fetten Quappen gehen. Ja. Und dann lassen wir das so liegen. In der Nacht mit dem Spinning ist immer ein bisschen schwierig. Da doch vielleicht, um effektiver zu sein, hier einfach noch ein bisschen auf Grund angeln. Ja. Und dann machen wir das mal wieder aus. Und dann da die Quappen rausziehen. Auch sehr ergiebiger Fisch. Da fällt mir ein, es gibt noch ein Achievement. Ein Achievement am Lagerfeuer mit der Gitarre hier. Alter. Hab ich das schon? Ich glaube, ich habe das. Habe ich das mit dem hier schon? Man kann ja hier die Gitarre mal eben stimmen. So. Jetzt brauchen wir noch hier die Y. Ja, passt so. G. Ja. Ja, und jetzt noch hier die K. Ja. So. Oh yeah, baby. Oh, oh, oh. Okay. Bam! Und wenn ihr das so gespielt habt, ich hatte es tatsächlich schon gemacht, ich habe rumprobiert und das war dann die Reihenfolge, dann habt ihr tatsächlich ein weiteres Achievement. Es spielt quasi von alleine. Mega! Kleines, nettes Gimmick für alle Achievement-Hunter. Go for it. Zieht. Holt euch das Achievement. Ja, so. Was haben wir jetzt hier? Gucken wir noch ein bisschen auf die Quappen. Gucken wir mal die Nacht durch, was da geht. Und dann melde ich mich gleich wieder mit den dicken Quappen. Und dann gucken wir, dass wir hier noch ein bisschen was rausziehen. Und da geht schon los hier, das erste Gezuppel. Erstmal noch ein bisschen abwarten. Zack. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Einmal noch anschlagen. Steuerung, rechte Maustaste. Und langsam hochdrehen. Auch hier zählt natürlich, wie mit jedem Fisch und den Forellen, immer versuchen, bei einem Drill, wenn der Fisch abhaut, ihn zu lenken. So. Das Schöne ist, bei den Quappen, sie sind halt nicht so super aktiv, ne? Das sind halt schon ein bisschen träge Fische. Und die kann man dann eben auch mit so einem sehr leichten Set, so einem Starter-Set hier, beziehungsweise ist es ja nicht das Starter-Set, es ist ein selbst zusammengebautes Low-Budget-Set. Die kann man trotz allem dann ganz gut hier rausziehen. Da ist schon Action. Da lässt sie sich lethargisch reinziehen, den dicken Tauwurm im Mund und schlitzt einen Meter vorher aus.
Diese Quappe da. Hat er einfach keinen Bock drauf. Oh, boy. Zack. So. Weiter geht's. Ja, am Belaya ist es ja so, dass es hier recht früh schon wieder hell wird. Jetzt sind wir hier schon gleich ja, bei 7 Uhr. Eine kleine Quappe war nach der dicken gerade noch dran, eine unmaßige. Und die anderen Routen lasse ich jetzt aber einfach nochmal draußen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht weit genug rausgekommen. Das muss ich nochmal ein bisschen weiter testen. Aber diese Routen, die stören ja nicht. Und wir gehen jetzt einfach morgens weiter. Zack. Auf Forellen und auf Eschen. Und probieren dann natürlich, wenn es wieder hell wird, ich denke mal so zwischen 4 und 5 Uhr kann man sogar schon anfangen, dass man dann eine von den Grundrouten wieder reinholt und weiter anfängt zu spinnen. Da dann natürlich direkt wieder loslegen, verschiedene Stellen probieren und ja, hoffen, dass man so ein paar dicke Brocken rauszieht. Ich guck gleich nochmal kurz ins Café. Ich glaube, Forellenaufträge waren drin. Wenn wir schon mal gerade hier in der Nähe sind. Genau. Oh, 1,7er. Sogar die großen. Das wird ein bisschen schwierig. Zobelgüster und Co. Brassen. Gründling. Ja. Wie gesagt, hier an, auch hier im, am Belaya immer die Fische noch ein bisschen drinne behalten im Kescher. Ich habe zum Beispiel recht lange zwei Forellen und zwei Eschen über 800 Gramm einfach im Kescher behalten, bis dann mal wieder ein neuer Kaffeeauftrag drinne war. Also hier muss man auch nicht komplett alles verkaufen. Du hast ja 24 Stunden Zeit, also 24 Stunden Echtzeit hast du ja, um die Fische zu verkaufen, bevor sie komplett vergammelt sind. Und das auf jeden Fall ausnutzen, wenn man eh die ganze Zeit an dem einen Gewässer bleibt. Na, so darf das natürlich gehen, ne? So darf das natürlich gehen. Schöne Esche auf dem Aquila. Jawohl, und das sind eben genau die wichtigen Fische. Geile 850er, die wollen wir hier haben. Also raus damit. Und schön aufheben, bis der nächste Kaffeeauftrag kommt. Zack, und die nächste. So soll das sein. Da kommt sogar nochmal direkt eine Esche hinterher. Auch jetzt hier gerade beide auf dem, auch über 800. Perfekt. Auf dem Aquila. Das ist quasi jetzt gerade hier an der Stelle mit einer Einholgeschwindigkeit von, ja, bei einer 25 bin ich jetzt, bin ein bisschen runtergegangen, weil es dann doch deutlich wärmer geworden ist hier. Einfach mal wieder ein bisschen langsamer durchgezogen. Das ist der wichtige Fisch, den wollen wir hier rausziehen. So, ich würde sagen, zack, da nehmen wir hier noch den letzten Fisch des Tages mit, eingesackt. Und ja, als kurzes Resümee, es war insgesamt heute deutlich schwieriger als in den letzten Tagen. Ob es am Wetter gelegen hat, kann man schwer sagen. Hechte und sowas. Ja gut, ich hatte gerade noch einen kleinen Hecht, aber das ist natürlich auch recht utopisch hier. Also diese Trophy-Geschichten, sehr, 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 sehr schwierig. Kleinfische und ähnliche Fische können wir auch noch ein anderes Mal befischen. Forellen in der Größe hatten wir nicht. Insgesamt jetzt hier knappe 90 Silber wieder reingeangelt. Die dicke fette Quappe hat leider gefehlt. Sehr schön ist natürlich ein fetter Rapfen mit 18 Silber. Das haut gut rein. So, 800 Silber wieder zusammen. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann einfach auch das Gewässer wieder wechseln. Vielleicht ab zum Windenbach. Ich bin zum Beispiel jetzt hier energiemäßig komplett leer geangelt. Das heißt, ich würde jetzt zum Windenbach gehen, einmal gratis essen, würde dann da
jetzt die Nacht auf kleine Barsche wieder gehen, einfach mit den Grundangeln. Und dann den Tag über da vielleicht nochmal den Kescher wieder voll machen mit Barschen und kleinen Hechten. Dafür dann natürlich ein Stahlvorfach verwenden. Und wie das alles geht mit dem Stahlvorfach, gibt es dann im nächsten Video am Windenbach oder vielleicht sogar auch an der alten Festung, dass man dann mal ein paar Hechte rauszieht. Wenn dir das Video geholfen hat, gefallen hat, den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.